Vinovia-Erwerb. Hier haben wir jetzt eine besondere Situation, dadurch, dass ja die Dissidentenfraktion in der Form nicht mehr existiert, wurde ja in einer der letzten Ratssitzungen gefragt, wer den Antrag übernimmt. Übernommen hat die AfD-Fraktion. Deshalb wäre die Frage, wird der eingebracht, dann könnte man sofort auch verbinden, was den Ersetzungsantrag angeht. Bitte schön. Und eine Rednerliste wird man dann, wenn gewünscht ist, mit der FDP beginnen. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wir haben uns als AfD-Fraktion entschieden, diesen Antrag dieser ausgeschiedenen Fraktion zu übernehmen, weil er ein Problem in unserer Stadt anspricht, welches regelmäßig zu kurz kommt. Ein Problem, welches Jahr für Jahr im Wohnungsmarktbericht angesprochen wird, der Stadtrat es bisher jedoch noch nicht geschafft hat, hierfür Lösungen zu entwickeln, nämlich die fehlende Möglichkeit für Dresdner, zu selbstgenutztem Wohneigentum zu kommen. Der Wohnungsmarktbericht spricht eine deutliche Sprache. Durch die fehlende Priorisierung dieses wichtigen Themas verliert die Stadt Jahr für Jahr Einwohner, insbesondere junge Familien an angrenzende Gemeinden. Dresden verliert dabei so viele Einwohner, dass unsere Stadt schrumpfen würde, wenn man den temporären Zuzug von Ukrainern bzw. die Zuweisung von Flüchtlingen herausrechnen würde. Im Jahr 2022 zogen rund 5.000 Einwohner Dresdens, vorwiegend Familien, in die Umlandgemeinden ab, wohingegen lediglich ca. 3.000 Einwohner, vorwiegend Alleinstehende, aus den Umlandgemeinden nach Dresden zogen. Dieser Negativtrend sollte nachdenklich stimmen und darf politisch nicht unbeachtet bleiben. Wir müssen uns hier die Frage stellen, wie wir es schaffen, insbesondere junge Familien in unserer Stadt zu halten. Aus unserer Sicht ist die Möglichkeit der Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum hier der Schlüssel, um die seit Jahren anhaltende Abwanderungsbewegung aus unserer Stadt zu stoppen. Hierbei muss man alle Möglichkeiten ausschöpfen, die dazu dienen können, dieses Ziel zu erreichen. Insofern ist der Antrag, wie wir ihn hier übernommen haben, nur ein Teil, ein kleiner Baustein eines ganzen Portfolios an Möglichkeiten, welches wir mit unserem Ersetzungsantrag noch um weitere Bausteine ergänzen wollen. Ziel dieses Antrags ist es, eine Leitlinie zu entwickeln, dass wir für Menschen verschiedenster Einkommensschichten und verschiedenster Lebenssituationen Angebote machen können, zu Wohneigentum zu gelangen. Da spielen kleingenossenschaftliche Mietmodelle ebenso eine Rolle wie Mietshaussyndikate, Bauherrengemeinschaften oder eben auch Einfamilienhäuser. Wir sollten hier auch nicht den Fehler machen, aus ideologischen Beweggründen heraus Vorgaben zu machen und beispielsweise hier diese Einfamilienhäuser auszuklammern. Denn das würde dazu führen, dass die Dresdner auch weiterhin, wie schon in den letzten Jahren, mit den Füßen über diese Wohnungspolitik abstimmen und unsere Stadt verlassen. Diejenigen, die sich in den Umlandgemeinden Einfamilienhäuser leisten können, sind nicht selten Leistungsträger unserer Stadtgesellschaft. Zahlungskräftige Bürger, deren Steuern unserer Stadt verloren gehen. Da muss ich jetzt hier jeder Stadtrat fragen, ob das wirklich unser Ziel sein sollte, diese Menschen zu vertreiben. Mit den von Vonovia erworbenen Grundstücken haben wir als Stadt die notwendigen Flächen zur Verfügung, die wir zur Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum zur Verfügung stellen können. Ziel muss es dabei sein, eben genau diesen gesunden Mix aus den unterschiedlichen wohneigentumsbildenden Wohnformen anzusiedeln und so auch eine soziale Durchmischung zu erreichen. Natürlich ist es hierbei wichtig, dass die Vergabe der Wohnflächen an Eigennutzung gekoppelt ist. Das haben wir deshalb im Beschlussvorschlag nochmal explizit herausgestellt. Dresden hat mit rund 18% eine der geringsten Wohneigentumsquoten aller europäischen Städte. Die Folge ist, dass auch im Vergleich mit anderen deutschen Großstädten Dresden eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von älteren Menschen hat, die von staatlichen Transferleistungen abhängig sind, weil die Renten in keinem Verhältnis mehr zu den Mieten stehen. Mit diesem Beschlussvorschlag wollen wir hier langfristig Abhilfe schaffen. Wohneigentum schützt auch vor Altersarmut. Wohneigentum fördert die Verbundenheit mit unserer Stadt. Dieser Antrag hier soll der Auftakt sein, dass wir die Stadt den Dresdner Bürgern zurückgeben und sie hier gut und gerne leben können. Vielen Dank. Okay, dann würden wir in die Fraktionsrunde einsteigen. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann AfD hat gerade gesprochen. Grünen-Fraktion wird das Wort gewünscht? Nein. CDU-Fraktion? Nein. Linke Fraktion, Thilo Wirtz, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe ehemalige DissidentInnen-Fraktion, das ist ja im Prinzip im Wahlkampf, ne, nennen Sie gendern sich, haben aber ein oder zwei Frauen auf der Liste stehen. Also das ist eine neue Idee der Wählertäuschung.
haben Sie es gehört? Wenn das Rumpelstilzchen beim Namen genannt wird, da fängt es an, temperamentvoll zu werden. Danke, Herr Schmelich. Nein, der Antrag wird nicht besser, dass er jetzt von der AfD übernommen worden ist, weil natürlich seine Grundproblematik gar nicht erkannt worden ist. Es hat in der Tat während der Verkaufsverhandlung Interessenten gegeben von Hausgemeinschaften, so muss man es nennen, die gesagt haben, wir wohnen in einem Haus, das betraf häufig Gründerzeithäuser, die im Vonovia-Besitz sind. Wir haben gesagt, wir hätten ein Interesse, wenn das möglich ist, unser Haus aus dieser Masse herauszukaufen. Da ist auch das Mietshaus-Syndikat da gewesen. Das haben wir uns angehört, haben den auch offen gegenübergestanden. Aber der Verkauf ist ja so gelaufen, dass die Vonovia einen Korb, ein Angebot gemacht hat, wo die WED daraus ausgewählt hat. Und diese Häuser sind nicht in diesem Korb drin gewesen. Was Sie jetzt machen, wir haben es ja schon gesagt, Wohnungseigentum ist der beste oder eine gute Möglichkeit, sich vor Altersarmut zu schützen. Aber Sie halten ja diesen Bewohnern dieser Häuser dort etwas vor die Nase, was die gar nicht schnappen können. Weil es handelt sich um DDR-Neubauten, um getypte DDR-Neubauten aus den 80er Jahren, wo die Hausgemeinschaften derzeit weder interessiert noch in der Lage sind, diese Wohnung herauszukaufen. Es handelt sich um Wohnungen mit Belegungsrechten. Wie sollen die Leute, wenn sie das Interesse hätten, denn diese Wohnung bezahlen? Es kommt hinzu, wir haben die Wohnung zum Verkehrswert gekauft oder zu dem, wo sich da geeinigt worden ist, wo die WED gesagt hat, nach einer technischen Bewertung, das sind diese Wohnungen wert. Und die Wohnung hat gesagt, ja, wir sind bereit, zu diesem Preis zu verkaufen. Und diese Wohnung, das steht auch in diesem Letter of Intent drin, sind im Prinzip sowohl, was die Haustechnik betrifft, sind 40 Jahre jetzt in Betrieb. Und da ist eine Immobilie reif für die erste Sanierung, eine Wohnimmobilie. Und gleichzeitig müssen derzeit horrende Energie- und Energieeinsparungs- und Klimaanforderungen erfüllt werden, neben im Prinzip der Sanierung, die sowieso erforderlich ist. Das heißt, auf die Bewohnerinnen und Bewohner, wenn sie das übernehmen würden in einem genossenschaftlichen Verfahren oder als Eigentümergemeinschaft, wie auch immer man das machen möchte, die hätten gar nicht die Möglichkeit, das derzeit zu finanzieren. Das wird schon für die WED ein Problem. Das heißt, sie lassen dort die Leute im Regen stehen. Abgesehen davon, dass es sich teilweise auch um demografisch sehr gemischte Form ist, wer das 70., 80. Lebensjahr erreicht hat, der wird sich nicht mehr für eine Immobilie für die nächsten 20, 30 Jahre verschulden. Das ist das Nächste, was hier pragmatisch ist. Dann wollen Sie eine Richtlinie verabschieden, wie das zu bewerkstelligen werde, aber diese Wohnungen befinden sich im Eigentum der WED. Die Stadt kann das mit einer Richtlinie gar nicht entscheiden. Die Stadt müsste ja im Prinzip einen Gesellschafterbeschluss fassen. Sie müsste prüfen, ob das überhaupt im Gesellschaftszweck der WED enthalten ist. Die WED hat den Auftrag, einen preisgebundenen sozialen Wohnungsbestand aufzubauen, aber nicht einen Wohnungshandel aufzumachen oder mit Wohnungen zu handeln, um ihn zu verkaufen. Insofern ist dieser Antrag von Anfang an ein Schaufensterantrag. Er bemüht ein Problem, er zeigt ein Problem auf, was aber auf der Grundlage des Vonovia-Ankaufs dieser Wohnung jetzt von der Vonovia überhaupt nicht lösbar ist. Und deswegen lehnen wir ihn als Linke ihn auch ab. Vielen Dank. Okay, dann SPD-Fraktion. Herr Theus, bitte. Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann ganz wunderbar an Herrn Wirz anschließen, der sehr viel Richtiges gesagt hat. Ich möchte aber schon auch noch mal auf eines hinweisen, was Herr Laczynski wahrscheinlich mit Absicht verschwiegen hat. Nämlich, dass es bei dem Ersetzungsantrag der AfD um kommunale Wohnungen geht. Also der Versuch, den die AfD hier mit ihrem Ersetzungsantrag starten will, ist der Einstieg in den Ausverkauf der WED. Und zwar in die Privatisierung der WED. Sie wollen Sozialwohnungen zu Eigentumswohnungen machen. Und begründen das damit, dass die Leute, die in den Wohnungen wohnen, oder überhaupt die Menschen in Dresden zu wenige Möglichkeiten haben, selbstgenutztes Wohneigentum in dieser Stadt zu finden. Die Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen, die Menschen, die bei der WED wohnen, den mangelt es nicht an einem Angebot für selbstgenutzten Wohneigentum, den mangelt es an Geld, um Miete auf dem freien Markt zu bezahlen. Dann werden die nicht darüber nachdenken, in eine Eigentumswohnung zu ziehen oder eine zu kaufen. Und das ist das, was auch an Ideologie hinter diesem AfD-Antrag steckt. Und genau deswegen ist er abzulehnen. Und ich wollte das nochmal sehr klar an dieser Stelle hier benennen.
Danke. Dann Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger? Nein? Dann gehen wir in die zweite Runde und da würde zuerst Michael Schmählich reden. Dann Thomas Laczynski und dann schauen wir weiter. Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ist ja jetzt wirklich eine sehr skurrile Situation, dass man als Antragsteller natürlich logischerweise erst in der zweiten Runde dran ist, dann im Grunde genommen eigentlich einen Antrag übernommen bekommen hat durch die AfD, die so tun, als ob dieser Antrag vom Grundsatz her genauso wäre, sogar teilweise dieselben Formulierungen drin stehen, ja, aber eigentlich, und darauf hat ja gerade auch Vincent hingewiesen, eigentlich eine ganz andere Zielrichtung haben. Dass der Wirz den Antrag nicht verstanden hat, das kann ich ihm mittlerweile nicht für übel nehmen. Weil auch hier geht es um was ganz anderes. Wir haben den Antrag seinerzeit, als die Stadt in Verhandlungen mit der Vonovia stand um den Ankauf, dies bezogen auf die dort bestehenden Offerten, wenn man so will. Die Idee und der Hintergrund dieses Antrages ist aber ein ganz anderer. Hier geht es nämlich nicht darum, einfach nur, ich sag mal, die Eigentumsquote in privater Hand zu fördern, sondern es geht um neue Eigentumsformen, die bisher aufgrund der Situation des Marktes keine Chance haben, praktisch diese neuen Eigentumsformen, die ganz speziell Mietshaussyndikate, diese kleinen Genossenschaften oder auch solche Hausgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften ausüben, die im Grunde genommen endlich mal in die Situation zu bringen. Und dies ist ja nun auch allen Fraktionen mittlerweile, glaube ich, jedenfalls auch erläutert worden, dass sie eben keine Chance auf dem Dresdner Markt haben, praktisch solche Dinge auszuprobieren. In vielen Städten ist dies mittlerweile möglich und das ist der eigentliche Hintergrund hinter diesem Antrag. Da stehen ja auch solche Dinge drin, die bewusst die AfD natürlich nicht reingeschrieben hat, nämlich zum Beispiel Erbbaurecht, weil es uns natürlich auch um neue Eigentumsformen geht und darum geht, dass die Stadt sich nicht permanent selbst ausverkauft. Und wir haben hier auch einen Satz drin in unserem Antrag, der sehr entscheidend ist, nämlich dauerhafte Selbstverwaltung der Wohnung. Auch das hat natürlich die AfD weggelassen. Also es geht hier um auch eine neue Form der Wohnungspolitik, die auch Eigentum ermöglicht. Und verehrter Kollege Wirz, Sie tun ja so, als ob dieser Antrag so eine Art Massenbeglückung zum Wohnungseigentum sei. Das heißt, so eine Art Zwang, Wohnungseigentum zu erwerben. Es ist die Ermöglichung eines solchen Eigentums und ich entscheide nicht darüber, wer welche, ich sag mal, finanziellen Mitteln auch in der Gemeinschaft aufbringen kann, wenn sie sich ein bisschen mit Syndikaten beschäftigt hätten, dann wüssten wir auch, wie die finanziert sind. Das sind nicht unbedingt im Grunde genommen Eigentümer, die alles, ich sag mal, mit Eigenmitteln und bankfinanziert machen. Also es geht hier darum, bei dem Antrag zu ermöglichen, dass diese neuen Eigentumsformen ausprobiert werden. Und das ist das, worum es geht. Wir haben aufgrund des Abschlusses mit der Vonovia in der Tat neben den bestehenden Wohnungen, von denen möglicherweise nur sehr wenige geeignet sind, sie in eine solche Form auch zu wandeln. Deshalb haben wir ja auch nur in unserem Antrag so als Zahl mal 100 reingeschrieben. Auf jeden Fall haben wir mit dem Kauf auch verfügen wir auch über genug Grundstückskapazitäten, wo auch da so etwas ausprobiert werden kann. Also von daher sage ich nochmal in aller Klarheit, der vermeintlich wortgleiche Antrag, Ersetzungsantrag der AfD ist ein komplett anderer, hat eine komplett andere Zielrichtung. Und ich würde sehr herzlich darum bitten, dass trotz der Bedenken, die ja auch in den Ausschüssen formuliert wurden, die aber auch entkräftet wurden teilweise durch die Anhörung, die wir gemacht haben, man dem Ursprungsantrag zustimmt, weil damit wird ermöglicht, dass mal über solche Eigentumsformen nachgedacht und Handlungsfelder aufgezeigt werden. Vielen Dank. Dankeschön. Dann machen wir weiter mit Thomas Laczynski, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, es ist schon interessant, welche Mythen sich um diesen
AfD-Ersetzungsantrag zu ranken. Da wird von Vonovia-Ankauf von Plattenbauten gesprochen, die dann übertragen werden sollten. Herr Schmelich hat das schon gesagt. Das ist gar nicht Bestandteil des Antrags. Da wird irgendwas von einem ideologischen Kampf gegen die WED gesprochen, weil da kommunale Grundstücke quasi an Familien vergeben werden sollen. Naja, wenn es kommunale Grundstücke sind, können es keine Grundstücke der WED sein. Der Stadtrat hat gar keine Handhabe über die Grundstücke der WED. Vielleicht sollten sich mal mit dem Gesellschaftsrecht ein bisschen mehr auseinandersetzen. Insofern, wie gesagt, was übrig bleibt, ist das Thema Wohneigentumsquote. Was übrig bleibt, ist das Thema, dass wir als Stadt ja auch einige Flächen im Zuge des Vonovia-Ankaufes erhalten haben, Flächen, wo ja auch noch andere Anträge jetzt gerade im Geschäftsgang sind, wie man damit umgehen möchte. Und ich denke, dass diese Richtlinie, die durchaus richtige Richtlinie, die von den Dissidenten da ins Spiel gebracht wurde, auch der richtige Weg ist, dass man sich da mal strukturiert damit auseinandersetzt und mal schaut, wie die Bedarfe sich darstellen. Wir haben einen Wohnungsmarktbericht, der diese Bedarfe ganz klar und ganz objektiv analysiert. Und daraus kann man Ableitungen treffen, wie man mit diesen Grundstücken, die man jetzt glücklicherweise erhalten hat, umgehen möchte. Und das ist der Antrag, nicht mehr und nicht weniger. Und ich bitte nach wie vor um Zustimmung. Ach so, weiter noch, sollte der Ausschuss, weder für den Ausschussbericht abgestimmt werden, bitte ich um punktweise Abstimmung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Da kommen wir zur Abstimmung. Ich würde zuerst den AfD-Ersetzungsantrag abstimmen. Wenn da keine Mehrheit findet, dann den federführenden Ausschussbericht und so wie beantragt dann punktweise. Wobei punktweise hier heißt in A und B, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Okay, dann stelle ich zunächst den Ersetzungsantrag AfD zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 13 Ja, 44 Nein, 0 Enthaltung, keine Mehrheit bekommen. Und dann würden wir jetzt den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Hinweis wieder. Es gibt hier ein bei A eine Ja, 15 Nein. Das heißt also, wer hier zustimmt, würde ablehnen. Und das gilt dann auch für den Punkt B, wer hier zustimmt, würde ablehnen. Ich rufe deshalb zuerst Punkt A auf und bitte um das Stimmzeichen. Mit 54 Ja, 3 Nein, 0 Enthaltung, so eine Mehrheit bekommen. Und wir kommen zu Punkt B. Ich bitte hier um das Stimmzeichen. Mit 35 Ja, 20 Nein, 0 Enthaltung, entsprechend mehrheitlich auch so beschlossen. Vielen Dank. Und da schlage ich jetzt vor, dass wir in die Pause gehen und wir würden uns, damit wir ein bisschen straffen, um 17.50 Uhr wieder treffen.